Wenn ich noch mal 2 Wochen länger Urlaub gehabt hätte, hätte ich auch nicht, wäre ich auch nicht in den Keller zum Heulen. Aber ich freue mich jetzt wieder hier zu sein und die Jungs sind jung und motiviert und mal schauen, was passiert. Also die Mannschaft hat sicher Potenzial. Mal schauen, dass wir Verletzungen reduzieren können und dass wir gut dann in die Saison kommen. Ich freue mich, dass jetzt Johnny wieder da ist, weil wir wissen, was er für Qualitäten hat. Mein Tempo, hat jetzt auch viel Erfahrung über die Jahre, die er jetzt schon in der Bundesliga gespielt hat. Super, dass er da ist, er kennt uns. Er weiß, wie wir arbeiten. Gut, also ich habe mich gefreut, wo offensichtlich wurde, dass er ein sehr großes Interesse hat. Chang-Hun hat in Frankreich schon gespielt, bei Dijon ist erste Liga Frankreich, nicht so einfach dort zu spielen. Und Uwe Jong hat auch viel Tempo und Talent, fußballerisches Können. Wir brauchen Spieler auf der Außenbahn. Beide können Außenbahn spielen. Wir haben Winche verloren. Eine Außenbahn ist ja eh nicht so einfach, da Spieler zu kriegen mit Tempo und mit fußballerischer Qualität. Und ich hoffe, dass die Jungs da eine gute Rolle spielen können. Wir müssen schauen, dass wir gut in die Saison kommen. Weil der Spielplan sagt schon, dass am Anfang natürlich Spiele sind. Wenn du die verlierst, dann haben der Gegner 3 Punkte und du keine. Und das sollte dann nicht sein. Weil da Mannschaften dabei sind, die sicherlich dann jetzt nicht erwartet sind, dass sie im vorderen Drittel sind.